Nachmittag. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Ja, jetzt bin ich laut. Ich hoffe, Sie haben sich gestärkt. Ich habe schon gehört, zwei Veranstaltungen hintereinander ohne Pause. Das ist hart, aber ich freue mich jetzt auf diese Veranstaltung. 2 Millionen Kinder in Deutschland haben von Anfang an schlechte Karten. Sie leben in Armut. Es ist egal, ob sich die Konjunktur erholt oder die Arbeitslosigkeit sinkt. Die Quote der armen Kinder ist seit mehreren Jahren konstant. Die Kinder können sich schlechter artikulieren, schlechter zählen, sind übergewichtig oder krank. In der Schule gelingt es nur selten, diese Startnachteile irgendwie wieder wettzumachen. Dennoch tut sich in der Politik wenig. Statt sich um die Kinderarmut zu kümmern, wird mehr Geld in die Kinderbetreuung gesteckt. Wir wollen deshalb heute folgende Fragen klären. Warum stagniert die Kinderarmut seit Jahren? Warum muss der Bund mehr Verantwortung übernehmen? Wie hilft ein sogenanntes Bundesteilhabegesetz, wie es die Böll-Stiftung und das Kinderhilfswerk vorschlagen? Und wie kann die Förderung im föderalen System gewährleistet und umgesetzt werden? Mein Name ist Leonie Seifert, ich bin Redakteurin bei der Zeit und Zeit Campus, dem Studentenmagazin der Zeit, und beschäftige mich viel mit Gerechtigkeitsfragen. Herzlich willkommen. Unser erster Gast machte zum ersten Mal 1994 auf sich aufmerksam, als er nackt auf einem Wahlplakat der SPD posierte. Kurze Zeit später wurde er Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks und seit dem Jahr 2000 ist er außerdem Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen, Thomas Krüger. Die nächste Teilnehmerin ist Familiensoziologin und Buchautorin. Am Deutschen Jugendinstitut leitet sie die Abteilung Familie und Familienpolitik und arbeitet derzeit an einem Sozialgesetzbuch für Kinder. Schön, dass Sie da sind, Katrin Jurczyk. Der nächste Herr, den ich Ihnen vorstellen darf, leitet am Institut Zukunft der Arbeit die arbeitsmarktpolitische Forschung und lehrt außerdem als VWL-Professor an der Uni Kassel. An der Studie der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Kinderhilfswerk, die am Wochenende veröffentlicht wurde, hat er mitgewirkt. Herzlich willkommen, Professor Holger Bonin. Und als vierten Gast wollte ich Ihnen eigentlich die Spitzenkandidatin der Grünen vorstellen, Katrin Göring-Eckardt. Da steht das auch noch, aber die ist leider erkrankt und stattdessen ist die Kinder- und familienpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion bei uns. Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind und herzlich willkommen, Franziska Brandner. Als erstes möchte ich Ihnen allen reihum eine Frage stellen. Die Frage lautet, nehmen Sie schon mal Ihre Mikrofone in die Hand. Was ist Teilhabe in einem Wort? Dann fangen wir da hinten an. Gesellschaft mitzugestalten. Okay, drei Wörter sind auch erlaubt. Sich gemäß seinen Fähigkeiten entwickeln können. Ja, dabei sein können und die gleichen Chancen zu haben. Oder die gleichen gesellschaftlichen Erlebnisse, Momente erleben zu können, dabei zu sein. Teilhabe ist für mich fair, an den Angeboten der Gesellschaft teilzuhaben und sich selbst zu verwirklichen. Frau Brandner, höre ich eigentlich nur mein Mikrofon so schlecht oder ist alles gut? Okay. Jetzt ist es auch lauter, glaube ich. Frau Brandner, warum wird so viel in die Kinderbetreuung investiert, aber nichts gegen die Kinderarmut getan? Das ist ja nicht ein totaler Gegensatz. Also Kinderarmut ist ja auch immer Familienarmut. Und wenn Kinder gut betreut sind und Eltern dadurch zum Beispiel arbeiten können, hilft das auch gegen Kinderarmut. Also von daher würde ich nicht sagen, es ist ein kompletter Widerspruch. Und gute Kitas und gute Schulen sind ja auch ein Ort, wo Chancen entwickelt werden können, wie wir es gerade diskutiert haben. Von daher würde ich das nicht als Gegensatz sagen. Ich glaube, wir brauchen in beiden Bereichen mehr. Wir brauchen sowohl noch bessere Kitas und noch genügend Kitas und Plätze und Ganztagsplätze. Und wir müssen dringend was gegen Kinderarmut tun. Aber es hängt auch zum gewissen Grad zusammen. Und nochmal, also warum bewegt sich gerade in Sachen Kinderarmut so wenig? Warum sich in Sachen Kinderarmut so wenig bewegt, glaube ich, hängt
daran mit fest, dass sie selber eben nicht eine eigene große Lobby haben, im Sinne von nicht die Wählerstimmen haben, dass die Geldgeschenke, die wir zum Beispiel jetzt gerade medial ja die Verteilung schon diskutieren, wenig in die Zukunft diskutiert wird, Generationengerechtigkeit wenig vorkommt. Und ich glaube, das hat schon etwas damit zu tun, wie auch Wählerstimmen zum Beispiel verteilt sind. Also glaube ich. Und der zweite Punkt ist, dass es eben erstmal dadurch keine Revolten gibt. Also die Auswirkungen sind ja sehr langfristig und auch nicht überall gleich. Wo deswegen der Problemdruck erstmal nur bei den Familien selber ist und erst später viele andere dann auch mitbekommen. Das ist, glaube ich, so ein Unterschied, wenn bei der Polizei nicht genügend Menschen sind und nicht gut genug bezahlt sind und dann gibt es einen Anschlag, dann ist der Problemdruck sofort da und dann sind sofort 1000 extra Polizeistellen geschaffen. In den Jugendämtern, wenn ein schlimmer Fall passiert, wo wir alle wissen zum Beispiel, wir bräuchten da wesentlich mehr Stellen, sind deswegen nicht sofort morgen 1000 extra Stellen geschaffen. Herr Professor Bonin, warum verbessern offene Stellen, mehr Arbeitgeber mit Familiensinn und bessere Betreuungsangebote die Lage von armen Eltern und ihren Kindern nicht? Naja, also zunächst einmal verbessern sie schon Einkommen ist natürlich ein wichtiges, der Eltern ist natürlich ein wichtiges Element, um Armutsrisiken zu vermeiden. Aber wir müssen eben sehen, es gibt bestimmte Hochrisikogruppen, bei denen eben Beschäftigung auch nicht notwendigerweise was bringt. Wenn wir uns anschauen, wo sind die besonders hohen Armutsrisiken bei Familien, das sind die Alleinerziehenden, die gar nicht so selten, wie wir es vielleicht stereotyp gerne haben, nicht arbeiten, sondern beschäftigt sind, aber mit einem Einkommen, selbst wenn es ein Vollzeiteinkommen sind, halt vielleicht sich selber über Wasser halten können, aber nicht die Kinder oder die Mehrkindfamilien. Wenn dann mehrere Risiken zusammenkommen, wie eben viele Kinder, ein einzelnes Einkommen und geringe Qualifikation, dann fällt es halt schwer sozusagen. Dann ist die Erwerbsarbeit alleine nicht der Schlüssel, um Armutsrisiken zu überwinden, weil das, selbst wenn ein Arbeitseinkommen da ist, das eben nicht reicht, um die größere Familie zu versorgen. Was bedeutet das für die Gesellschaft, die armen Kinder zurückzulassen? Ja, das hat eine ganze Menge Konsequenzen. Wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, dass es sehr wichtig ist, was in den ersten Lebensjahren passiert, sogar in den ersten Lebensmonaten. Und wir sehen, dass sich sehr früh Kinder, die Armutsrisiken ausgesetzt sind, eben auch andere Risiken im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, die die langfristige Entwicklung belasten, ausprägen und die verstärken sich. Das ist das Schlimme daran im Lebensverlauf. Also was ganz früh schief geht, das führt in der langen Frist zu ganz langfristigen Effekten und wir haben eben einen gewissen Anteil eines Jahrgangs, wie groß der genau ist, so ungefähr mal 15%, sage ich immer, der zum Beispiel am Ende nicht in eine berufliche Ausbildung ordentlich abschließen kann, der dann über den längeren Lebensverlauf eben tatsächlich immer ein Risiko am Arbeitsmarkt haben wird, bis hin dann, wenn wir solche unsteten Erwerbsbiografien haben, mit hohen instabilen Erwerbsbiografien dann bis hin zum Armutsrisiko im Alter. Das ist eine langfristige Konsequenz von dem, was in der Kindheit schief geht. Und das ist sozusagen jetzt rein, wenn ich das als Ökonom betrachte, eben erstmal ein Problem. Da stecken natürlich noch viele andere Dinge hinter, die wir als Ökonomen zwar benennen können, aber nicht so gut messen können. Aber natürlich spielen auch Dinge wie innere Sicherheit eine Rolle. Kriminalität, das Abgehängtsein in bestimmten Stadtteilen, das Auseinanderdriften der Gesellschaft, die Zunahme von Extremismus. Ich kann eine ganze Menge Nebeneffekte benennen, die eben eine Gesellschaft belasten und die ist lassen darüber nachzudenken, ob man nicht stärker präventiv und zwar ganz früh in Kinder investieren muss. Das ist immer ein Problem für Politik, sozial zu investieren, weil die Erträge, das ist dann da, zeigen sich eben auch nicht kurzfristig, sondern erst in einer langen Frist. So wie wir langfristig über ein Rentensystem nachdenken müssen, wie es sich entwickelt, müssen wir eben auch langfristig darüber nachdenken, wie sich benachteiligte Kinder entwickeln und welche langfristigen Folgekosten für die Gesellschaft dabei entstehen. Herr Krüger, wie schwer haben Sie sich mit diesem Thema Gehör zu verschaffen? Ich glaube, das ist nicht das Problem, sich Gehör zu verschaffen mit dem Thema, sondern einen politischen Handlungsdruck zu erzeugen.
Also ich glaube sozusagen mit jeder zweiten Pressemitteilung oder auch mit öffentlichen Aktivitäten, jetzt kürzlich haben wir den Kinderreport herausgegeben, werden wir eigentlich in der Öffentlichkeit rezipiert und wahrgenommen. Selbst sozusagen auf der Seite der erwachsenen Bevölkerung kommt das Thema sozusagen problemorientiert an. Und man ist der festen Überzeugung, jedenfalls sagt der Kinderreport das, dass sozusagen massiver Handlungsdruck besteht. Die befragten Erwachsenen sagen, dass Kinder, die in Armut leben, häufig mit Problemen zu tun haben, wie zu niedriges Einkommen der Eltern oder gar kein Einkommen. Zum Zweiten, sie werden im Bildungssystem aussortiert, also die Selektionsmechanismen des Bildungssystems benachteiligen nochmal benachteiligte Kinder. Und zum Dritten sind die Teilhabemöglichkeiten in der Gesellschaft einfach unterdurchschnittlich. Ein benachteiligtes Kind, ein armes Kind ist sozusagen hinsichtlich der soziokulturellen Teilhabe immer auch hinten an. Und ich glaube, das merken die Menschen. Sie sehen, dass das einen politischen Handlungsdruck ergibt, aber es wird auf der Seite der politisch handelnden Ebenen einfach der schwarze Peter hin und her geschoben. Was ist denn Ihre Kritik an dem derzeitigen System? Ja, das ist eigentlich sozusagen, das derzeitige System verdient es eigentlich nicht, System genannt zu werden, weil es ein zu löchriges System, wenn man so will, ist. Es hat zu viele Ecken und Kanten, wo eben Kinder durch die Roste fallen. Und ich will mal sozusagen ein paar Punkte aufzählen. Ich glaube, dass einer der kardinalen und wesentlichen Punkte ist, dass wir mit der Hartz-IV-Gesetzgebung quasi nur die materielle Ebene in den Blick nehmen, nicht aber die soziokulturelle Teilhabe, wie sie auch in den UN-Kinderrechten verankert ist, sehen. Das heißt sozusagen, ein Kind ist nicht nur arm in materieller Hinsicht, sondern wenn es weniger Teil hat an der Gesellschaft, Teil hat an Freizeitangeboten, an kulturellen Angeboten, an Bildungsmöglichkeiten, dann sozusagen verschärft sich die Situation. Und das ist sozusagen das, was wir eigentlich kritisieren, dass man mit zu engen Parametern operiert und wenn man etwas tut, wie der Bund seinerzeit mit dem Bildungs- und Teilhabepaket, entstehen bürokratische Monster, die für die Betroffenen einfach nur schwer handelbar sind und dann auch keine Wirkung erreichen in der Realität. Das heißt, viele Familien nehmen gar nicht die Förderung durch das Teilhabepaket an. Es ist nicht nur eine Frage des Annehmens, sondern des Ankommens der Leistung. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass sozusagen überlegt wird, und die Studie macht das ja, finde ich, exemplarisch, dass man sozusagen das Geld dahin steuert, wo eigentlich die Kompetenz da ist, einzuschätzen, was für das jeweilige Kind am nötigsten ist, an entsprechenden zusätzlichen Services für das Bildungsvorankommen oder eben für kulturelle Teilhabe oder was auch immer. Das kann man zum Beispiel in den Kinder- und Jugendeinrichtungen, in den Bildungseinrichtungen relativ gut abschätzen, weil dort Kinder jeden Tag aufschlagen und man die Möglichkeit hat, sozusagen gemeinsam mit Eltern, aber auch mit den Kindern, wenn man so will, Entwicklungsszenarien, Entwicklungspläne auf die Schiene zu setzen und die Leistung eben dahin zu geben, wo sie wirklich gebraucht wird. Also es reicht nicht, wie bisher 20 Euro monatlich zu Zuschüssen für Nachhilfe ist es nicht, 10 Euro für Sportverein zum Beispiel. Das ist sozusagen ein zweiter Punkt. Wenn man sich anguckt, wie die Regelsätze letztendlich festgelegt werden, wird man feststellen, dass eben sozusagen mit einer Vergleichsgruppe von ohnehin schon sehr armen Menschen operiert wird und nur die materiellen Komponenten gesehen werden. Also alles, was sozusagen Freizeitangebote betrifft. Ja? Also dass Kinder im Sommer nun mal ein Eis essen, wenn es heiß ist. Ja, das ist alles weggestrichen, sozusagen es wird reduziert auf reine materielle Transfers. Und das ist, glaube ich, ein Kardinalproblem. Ich glaube, dass es aus Sicht des Kinderhilfswerks unabdingbar ist, dass es eine unabhängige Bemessung der entsprechenden Regelsätze gibt. Und die sind derzeit nicht gewährleistet aus meiner Sicht. Frau Jutschik, jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Kinder und nie über Jugendliche. Für Jugendliche interessieren sich Politiker, Medienvertreter, Pädagogen, Wissenschaftler in letzter Zeit herzlich wenig. Geht es denen besser oder wie?
Ich glaube, dass die Kinder in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt deshalb in den Mittelpunkt gerückt worden sind, weil auch sie als potenzielles Humankapital in den Blick genommen worden sind. Kinder waren deshalb im Fokus oder sind deshalb im Fokus, weil man davon ausgeht, je früher man anfängt, was ja auch richtig ist, je früher man anfängt mit der Förderung, mit der Unterstützung, umso eher kann man später Probleme vermeiden. Der Gedanke ist ja auch nicht ganz falsch. Da war sehr stark so ein ökonomischer Aspekt drin, fördern, bilden, auch von Anfang an, damit möglichst viel bei rauskommt, auch unter dem Aspekt, das finde ich nochmal einen anderen Fokus, den ich eher kritischer sehe. Diese frühe Unterstützung ist ja eigentlich eine richtige Idee. Aber die Jugendlichen sind tatsächlich demgegenüber im letzten Jahrzehnt ein Stück in den Hintergrund geraten. Sie tauchen jetzt auf, was sehr interessant ist, und dann, wenn sie Problemjugendliche sind. Ja? Wir reden jetzt wieder viel über Jugendliche, aber eigentlich immer, wenn es um Demokratieprobleme geht, um Extremismus, um Randalieren oder so, dann kommen eigentlich schon als eine Gruppe, bei der das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und da versucht man jetzt ein bisschen zu reparieren, was abgebaut worden ist und was ich bei aller Unterstützung für die frühe Förderung ja dann doch sehr, sehr kritisch sehe, sind die Angebote für Jugendliche, ist Jugendarbeit, die ja eine Zeit lang auch monetär unterstützt war, sind Jugendzentren, sind vielfältige Angebote, und da ist einfach sehr wenig gemacht worden. Wir haben jetzt vom Ministerium eine Politikstrategie, Jugendstrategie heißt es, glaube ich, auch. Das ist, bitte? Jugendcheck, ja, so heißt das, ein Teil davon. Also da gibt es wieder Ansätze. Ich glaube, das sind im Wesentlichen zahnlose Tiger. Und meine Erklärung ist, man hat gedacht, es ist sehr viel sinnvoller und bringt langfristig mehr, in die kleinsten Kinder zu investieren. Frau Brandner, ist es denn nun in Ihren Augen Sache des Bundes, die Kinderarmut zu bekämpfen? Ja, eindeutig. Eindeutig brauchen wir da auch eben eine Gesamtstrategie, Herr Krüger hat es vorhin gesagt, das ist eigentlich ein Flickenteppich zwischen Kommune, Land, Bund, und durch den Flickenteppich fallen sehr viele durch. Das Bildungs- und Teilhabepaket ist ja nur ein Beispiel dafür. Deswegen glaube ich, muss der Bund da wesentlich mehr in die Verpflichtung. Es gibt ja einen Auftrag für gleiche Lebensbedingungen in Gesamtdeutschland. Und Bildungschancen hängen momentan zum Beispiel für Kita und sowas stark davon ab, ob man in einer reichen oder in einer armen Kommune ist. Das hängt noch nicht mal vom Bundesland unbedingt ab, sondern eine Kommune, der es ganz gut geht, die kann sich auch in der Kita noch eine Heilpädagogin leisten, vielleicht noch eine Theaterpädagogin, wenn sie richtig viel Geld haben. Und in der Kommune, wo eh kein Geld da ist, macht man das Minimum. Von daher ist das nicht sehr fair, wie Kinder gerade aufwachsen, sonst hängt von der Postleitzahl ab. Und da bin ich schon der Meinung, dass der Bund eben stärker in die Pflicht muss und hier für gleiche Chancen auch im gesamten Land sorgen muss. Das bedeutet Geld, aber auch zum Beispiel gemeinsame Standards und eben bessere Ansätze. Und wenn Sie mir das nochmal erlauben, kurz mit diesem Punkt, ja, mit soziokultureller Teilhabe, das hört sich dann immer sehr abstrakt an, Sport, Musik, aber alles, was dahinter steckt, ist ja, dass man darüber Freundschaften knüpft, ja, dass man Selbstbewusstsein gewinnt, man kann Instrument spielen, man nimmt an einem Turnier teil, da hängt ja ganz viel damit zusammen, was hinterher uns alle ausmacht, Menschsein, Freundschaften aus einem anderen Umfeld, also das ist ja extrem wichtig. Und manchmal, warum ist der Handlungsdruck nicht da? Das ist auch, glaube ich, weil wir teilweise eben durchaus auch selber, auch Selbstkritik, dann eben technisch über soziokulturelle Teilhabe sprechen und schon viele dann abschalten und sagen, warum braucht der noch den Schwimmkurs? Also im Sinne von, was bringt es? So, und eben diese Aspekte von, weil man dadurch auch ein Mensch wird. So, also, dass wir ganz wieder über das ganz Klassische reden, was ist denn Teilhabe, dass man überhaupt an der Demokratie teilnehmen kann. Und vielleicht wird der später nicht so viel Cash einbringen für den Staat, weil er dann doch nicht so effektiv wird, aber es ist trotzdem okay. So, und das ist, glaube ich, mit Blick auf Handlungsdruck, glaube ich, auch gerade für junge Menschen muss man in die Richtung wieder stärker gehen. Wobei man das auch durchaus ökonomisch rechtfertigen kann. Man darf das auch ökonomisch belegen. Denn wir wissen eben wie man lernt. Da kommt es eben nicht nur darauf an, was man weiß oder was für ein Lernumfeld man hat, sondern es kommt auch sehr stark auf die Persönlichkeitsmerkmale an. Und viele dieser Dinge können tatsächlich
im frühen Lebensjahren tatsächlich verändert werden. Man kann also in einem schlechten familiären Umfeld, das diese Dinge nicht leistet, schon versucht, kompensierend tätig zu werden. Und das kann dann eben auch eine breitere, über die materielle Absicherung hinausgehende Absicherung eben durchaus rechtfertigen, selbst wenn man das braucht als Argument, ja, dass man sagen kann, es geht eben nicht darum, Spaß zu finanzieren, sondern dass es tatsächlich um Dinge geht, die nachgewiesenerweise auch langfristig einen Effekt haben für die ökonomischen Ergebnisse, die Menschen erzielen oder die Menschen als junge Erwachsene erzielen. Also das ist nicht nur ein Vergnügen, auch wenn die Leute es vielleicht anders wahrnehmen. Und das ist aber, ich kann mir vorstellen, eben schwieriger politisch durchzusetzen. Ja, weil man dann auf einmal darüber ist, was brauchen Kinder. Und das ist eben, so ganz eins zu eins eben nicht so ganz leicht zu definieren. Also das Dilemma, glaube ich, ist, dass wir es eigentlich in der Sozialberichterstattung sehr gut ablesen können, dass sich Armut vererbt. Und wenn du schon in dem frühesten Kindheitsalter Ausgrenzungserfahrung machst, Benachteiligungserfahrung machst, dann ist sozusagen dein Lebenslauf vorgeprägt. Und du kommst aus dieser Falle, aus dieser Armutsfalle letztendlich nicht mehr heraus. Und das ist, glaube ich, das A und O, an dem man arbeiten muss. Da muss interveniert werden. Deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass man bei der Armutsbekämpfung ganz wesentlich bei solchen Geschichten wie Beschäftigungspolitik, Infrastrukturpolitik, eben auch Kinderbetreuungseinrichtungen, die eben nicht nur betreuen, sondern auch bilden, also Voraussetzungen dafür schaffen, dass man im Bildungssystem reüssieren kann. Und eben der Aspekt der Bildung selber, nämlich vor allem der frühkindlichen Bildung, dass der sozusagen priorisiert wird. Ich glaube, bei Kindern, die Benachteiligung, also wo die Gefahr der Benachteiligung besteht, ist es sehr wichtig, ihnen am Anfang der Bildungskarrieren entsprechende Unterstützung zu geben, sodass sie sozusagen hinten raus das aus sich rausholen, was eben rauszuholen ist. Und das ist im einen Fall eine Berufsausbildung, im nächsten Fall ist es eben sogar ein Studium. Aber sozusagen, wenn nicht am Anfang die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass man sich im Bildungssystem behaupten kann, dann ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Und der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass wir es ökonomisch genau verifizieren können. Kinder, die eben auf ergänzende Leistungen angewiesen sind, die in dieser Armutsfalle sind, kosten die Gesellschaft und den Staat letztendlich viel mehr und können ihre, wenn man so will, Potenziale, ihre ökonomischen Potenziale auch viel weniger ausschöpfen. Es gibt sogar Berechnungsgrößen und Grundlagen dafür, die eben nachweisen, was ein Kind, was eine Berufsausbildung später mal macht, erwirtschaften kann und was jemand, der ein Studium absolviert und dann eben ins Berufsleben eintritt, was der sozusagen faktisch erwirtschaftet. Und da entstehen riesige Entlastungseffekte und deshalb sollte man sozusagen gucken, wie man Kosten in diesen ergänzenden Hilfeleistungen vermeidet und stärker investiert eben in die Voraussetzungen, aus dieser Armutsfalle eben herauszukommen. Und das ist A und O halt Bildung. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, es gibt Berechnungen, aus denen hervorgeht, wie viel jemand mit welcher Qualifizierung dem Staat bringt, beziehungsweise was er kostet. Herr Professor Bonin, Sie haben genau das ausgerechnet für die Studie, die Sie am Wochenende vorgestellt haben. Wollen Sie uns das einmal gerade erzählen? Ja, ich muss jetzt selber in die Zahlen gucken. Das ist eine Berechnung, die sich jetzt nur auf den Staat bezieht. Also derjenige, der am Ende jetzt irgendwie auf irgendeiner Ebene die Finanzierung machen muss. Das muss einem wichtig sein. Also es sind eben nicht die möglichen Effekte für die Wirtschaft noch dabei berechnet. Und wir haben uns einfach mal das Gedankenexperiment gemacht, was kostet es denn, wenn jemand den Staat, das heute Neugeborene, wenn er dein ganzes Leben lang oder sie gering qualifiziert bleibt, ne, dann wissen wir alle, da fallen weniger Steuern an, da werden häufiger Hartz-IV-Leistungen fällig etc. Und da kommt man auf einen hohen negativen Betrag. 250.000 Euro bekommt derjenige mehr vom Staat, als er selber beiträgt. Also das ist eine hohe Belastung für den Staat. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, was ist denn, kann ich das weniger machen, wenn es mir gelingt, eben den Bildungsaufstieg
zu realisieren. Und dann sind es immerhin, dann wird es nicht positiv, leider, das hat was damit zu tun, dass unsere Staatsfinanzen leider nicht nachhaltig sind. Deshalb zahlt also, die Bürger liegen dem Staat in irgendeiner Weise über ihren Lebensverlauf auf der Tasche. Aber es sind immerhin ungefähr 180.000 Euro weniger. Ja, das ist also sozusagen das, wenn ich also andersrum betrachtet, das Geld könnte ich in die Hand nehmen, um zu versuchen, denjenigen von der gering qualifizierten Karriere in eine Karriere mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu bringen. Wenn es mir gelingt, das für weniger als 180.000 Euro zu tun, dann rechnet sich das für den Staat. Um das mal in eine Perspektive zu setzen, was gibt der Staat jetzt aus für die Schule, für die Erziehung von jemandem, der gering qualifiziert ist? Das haben wir ausgerechnet, das sind so roundabout 90.000, also die Hälfte. Ja, also sozusagen, das ist ein substanzieller Betrag, den ich da zusätzlich in die Hand nehmen könnte. Und ich würde am Ende immer noch einen Profit draus machen, wenn das für einen langfristig denkenden Politiker, der möglicherweise irgendwie über die Staatsschuldenentwicklung nachdenken muss, ein Kriterium ist, dann ist das ein Argument. Ja, man kann das auch anders rechtfertigen. Man kann sagen, diese Frage dürfen wir gar nicht stellen. Es geht auch um die Humanität, um die menschlichen Verwirklichungschancen und die sind uns auch was wert. Das können wir gar nicht beziffern. Aber rein als investiver Sozialstaat betrachtet, ja, so die kalte Rechnung der Ökonomie, kann ich das rechtfertigen. Die Voraussetzung, und das muss man immer gut mitdenken, ich muss tatsächlich diese Instrumente haben. Also ich muss tatsächlich, wenn ich 180.000 Euro in die Hand nehme, muss es mir gelingen, denjenigen besser zu qualifizieren. Und das ist für sich genommen kein Selbstläufer. Geld alleine kauft auch nicht den Weg aus der Armutsfalle. Das muss dann eben auch gut und vernünftig eingesetzt werden. Und das ist nicht so leicht möglicherweise. Wir haben ja die Zersplitterung schon angesprochen. Die Zersplitterung ist beklagenswert. Es sind sehr viele Institutionen zuständig. Auch dieses Geld, dieser Ertrag fließt an sehr viele verschiedene Institutionen. Das fließt teilweise in die Sozialversicherungen, aber die können schlecht Armutsvermeidungspolitik machen. Es fließt teilweise an die Länder, aber zuständig sind die Kommunen. Also es ist nicht so ganz klar, dass wir das tatsächlich alles hinbekommen. Und da ist eben der zweite Aspekt. Das eine ist, ja, mehr Geld ins System, aber dann muss ich dieses Geld auch so einsetzen, dass es tatsächlich diesen Bildungsaufstieg, ja, jetzt mal kurz gemessen an der Qualifizierung, also eben wir brauchen eine berufliche Ausbildung, um in Deutschland erfolgreich zu sein, um das auch tatsächlich zu realisieren. Also zwei Voraussetzungen, mehr Geld und gute Instrumente. Bleiben wir erstmal gerade ganz kurz beim Geld. Es ist schwierig, diesen Bedarf für Kinder und Jugendliche zu errechnen. Ich glaube, Frau Jutschek, Sie stehen auch diesen Berechnungen immer sehr kritisch gegenüber. Woher weiß man denn jetzt, wie viel ein Kind braucht? Das Problem ist, dass man es eigentlich nicht weiß. Und alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, wissen, dass die Datengrundlage schlecht bis falsch bis mager ist und dass man eigentlich erst anfangen müsste, darüber nachzudenken, was brauchen Kinder wirklich und dieses zu beforschen. Und zwar mit Kindern und Jugendlichen und das dann auch noch zu differenzieren. Wir sagen jetzt hier Kinder, wir sagen Jugendliche. Wir wissen alle, dass zwischen einem 2-jährigen Kind und einem 14-jährigen Jugendlichen ein ziemlich großer Unterschied ist in den Bedarfen. Und das ist eigentlich eine der typischen Leerstellen, dass wir eigentlich Kinder und Jugendliche als Akteure, als Subjekte bislang auch in der Politik eigentlich überhaupt nicht wirklich ernst genommen haben. Wir haben da Wir fantasieren Bedarfe, wir haben gesehen abgeleitete Bedarfe, wir betrachten Kinder sehr oft als kleine Erwachsene und wir müssten eigentlich eine wirklich kontinuierliche Bedarfserhebung machen, um überhaupt zu schauen, in welchen Teilhabedimensionen brauchen Kinder und Jugendliche was und in welchem Alter ist das dann auch noch unterschiedlich. Dann könnten wir, glaube ich, überhaupt dazu kommen, über neue Berechnungen für Existenzsicherung nachzudenken. Okay, aber das passiert gar nicht. Das passiert bislang überhaupt nicht in dieser Weise. Und es müsste dringend passieren, damit wir das, worüber wir reden, dem eine empirische und politisch haltbare Grundlage geben. Und haben Sie in Ihrem Bericht das berücksichtigt? Muss ich jetzt selber nochmal nachdenken. Also ich glaube, wir haben es angesprochen, dass natürlich die Bedarfsermittlung ein wesentlicher Punkt ist. Das ist nicht ganz einfach. Natürlich kann ich die Jugendlichen fragen, aber auch das ist nicht notwendigerweise der
der wahre Bedarf natürlich, also das ist auch schwer einzuschätzen, ja, also gehört eben das neueste iPhone irgendwas zu dem Bedarf, auch wenn sich die Jugendlichen das möglicherweise wünschen, das ist nicht ganz genau festzustellen. Wir reden hier schließlich über eine Armutsprävention sozusagen und deshalb geht es tatsächlich um soziale Grundsicherung und da hat der Staat auch ein Interesse daran, tatsächlich ja auch nicht mehr zu geben als nötig in irgendeiner Form, aber was dieses nötig ist, ist halt ganz schwer abzugrenzen. Ja, das ist aber eben wichtig ist es eben, und ich glaube, das ist eigentlich die andere Dimension, das sprachen Sie auch schon an, ist eben jenseits von der rein materiellen Absicherung auch eben die nicht materiellen Bedarfe, die auch eben abgedeckt werden müssen, mit abzudecken. Und die sind halt schwer zu greifen. Ja, also das ist eben der Wert des Ausflugs, der Interaktion mit anderen. Ja, das ist halt schwer zu messen und schwer zu bemessen. Frau Brandner. Nochmal mit Blick einfach auf, also das eine ist die Berechnung, was so ein insgesamt sachliches und soziokulturelles Existenzminimum erfordert. Und dann gibt es die Frage, die auch in der Studie stärker angegangen ist, ist die Frage der Zugänge zu Gütern wie Gesundheit, wie Bildung, wie Kultursport. Und da haben Sie vorher gesagt, nee, die Eltern nehmen das nicht in Anspruch. Und da hat ja der Krüger richtig gesagt, nee, die müssen da ankommen. Also es ist ja schon der Denkfehler zu sagen, die Eltern müssen das nehmen, sondern nee, das muss bei den Kindern ankommen. Und das war ja genau die Frage der Studie, zu sagen, wie stellen wir denn als Staat sicher, dass es ankommt und dass die Zugänge möglich sind. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal eine andere Frage, unabhängig davon, wie viel dann gebraucht wird, wie viel es kostet. Und da haben wir ja durchaus Erfahrungswerte. Da gibt es ja auch Studien, die genau zeigen, zum Beispiel, dass man dann auch mit Eltern arbeiten muss, Familienbildung. Also da gibt es ja ganz viele Aspekte, die da reinkommen, dass man eben dorthin gehen muss, wo sie eh schon sind, dass man nicht erwarten kann, dass sie zu einem kommen. Also zig Aspekte, wie ist eine Stadt geplant, wie sieht ein Quartier aus, wer ist da dabei? All diese Fragen genauso relevant sind. Und da, finde ich, hat die Studie wirklich eine sehr gute Arbeit gemacht, dass sie da pro Themenfeld wirklich geguckt hat, wo sind die Hürden, warum klappt das mit dem Zugang nicht? Ja? Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Staat per se erstmal was Gutes will, warum klappt es nicht vor Ort? Wo sind die Hindernisse und was muss stattdessen passieren? Und das in den Zusammenhang gesetzt, der eben nicht jetzt Gesundheit gegen Bildung ausspielt, nicht Kultur gegen, ja, wieder irgendwie gegen die Ganztagsschule, sondern versucht, das zusammenzudenken. Und ich glaube, da ist ein Beitrag der Studie. Herr Krüger, Sie schlagen ja genau deshalb die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz vor. Wie stellen Sie sich das denn vor, wie das konkret den Kindern hilft? Das ist jetzt ein bisschen ein Rösselsprung, also ein Ausfallschritt. Also die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, bringt erstmal noch nichts. Aber mittel- und längerfristig bringt schon was. Und zwar wissen wir aus vielen anderen Grundrechten, die verfassungsrechtlich verankert ist, dass sich mittelfristig Rechtsprechung verändert, weil man sozusagen in der entsprechenden Rechtsprechung natürlich an das Grundgesetz und die Verfassung gebunden ist. Das beste Beispiel ist die Gleichstellung der Geschlechter, die im Grundgesetz verankert ist. Und das hat über einen längeren Zeitraum, also über mehrere Jahrzehnte, dazu geführt, dass sich Situationen verbessert, wenn sie auch noch nicht immer sozusagen, wenn man auch nicht immer noch nicht immer von wirklicher Gleichberechtigung sprechen kann, Stichwort Gender Pay Gap. Aber so ist es doch sozusagen so, dass sich hinsichtlich der Teilhabemöglichkeiten sehr viel verändert hat. Und die verfassungsrechtliche Grundlegung von Rechten, wie zum Beispiel den Kinderrechten, kann eben mittelfristig tatsächlich einen großen Effekt machen, weil eben Gesetzgebung und Rechtsprechung dadurch beeinflusst und gebunden werden. Ich kann ein ganz konkretes Beispiel geben, was ein Unterschied war zum Beispiel bei der Gleichberechtigung. Es gab ja am Anfang schon, stand hier immer drin, Frau und Mann sind gleichberechtigt. Dann wurde das Grundgesetz geändert, dass es auch eine Posediskriminierung geben darf, um dem Ziel der Gleichberechtigung näher zu kommen. Und wir wissen genau, wir hätten niemals die Quote für Aufsichtsräte, wenn es diese Grundgesetzänderung nicht gegeben hat. Da lagen jetzt 30 Jahre dazwischen. So, aber trotzdem, die wäre überhaupt nicht möglich gewesen ohne diese Änderung im Grundgesetz. Weil natürlich eigentlich gilt der Grundsatz, alle werden gleich behandelt. Aber, so, und dann darf man aber, um das Gleichberechtigungsziel zu erreichen, auch mal positiv diskriminieren. Und das sind, glaube ich,
Da wahrscheinlich haben die damals nicht sofort gedacht, damit kriegen wir in 30 Jahren die Aufsichtsratsquote. So, aber die ist dadurch überhaupt erst möglich gewesen. Und ich glaube, ähnlich ist es bei den Kinderrechten auch, weil da steht halt bis jetzt, die Elternrechte sind drin, die Ehe ist drin, aber die Kinder nicht. Und dann, natürlich sind Kinder Menschen wie alle anderen auch, aber es macht eben einen Unterschied, ob es explizit drin erwähnt ist, dass sie eben diese Rechte haben. Und die Studie, die geht ja, bleibt ja einen Schritt dahinter sozusagen. Also die, indem sie sozusagen über das Bundeskinderteilhabegesetz quasi in Paragraph 1 zwar jetzt eben einen Rechtsanspruch auf, muss ich das selber nachlesen, auf besondere Förderung und Teilhabe garantieren für Kinder. Das ist sozusagen der möglicherweise leichter zu realisierende Schritt, aber der hat natürlich eine ähnliche Intention. Der hat auch die Intention, bei den Teilhabeleistungen tatsächlich dafür zu sorgen, dass das vom Kind her gedacht wird. Das ist das eine. Und zum anderen sicherzustellen, dass das Ganze als Querschnittsaufgabe betrachtet wird. Es sind nämlich sehr viele verschiedene Ressorts beteiligt, wenn man von der Bundesseite her denkt. Querschnittsaufgabe ist so ein ganz schreckliches Wort. Ist ein schreckliches Wort, aber es bedeutet zunächst einmal, dass eben verschiedensten Teile der Bundesregierung da angesprochen sind. Das fängt eben, so wie das auf der dezentralen, auf der kommunalen Ebene auch ist. Das Wohnen, ja, wenn man das mal als Beispiel nimmt, die Verkehrsplanung, Dinge, die eigentlich jetzt typischerweise gar nicht auf der Bundesebene angesehen würden als Bereiche der Teilhabepolitik für Kinder. Aber wie Verkehrswege geregelt werden, spielt für Armutsrisiken unterliegende Familien eine große Rolle, weil die nämlich ganz andere Mobilitätsanforderungen, aber auch andere Mobilitätsmöglichkeiten haben. Selbe Wohnen, wie wir bezahlbaren Wohnraum schaffen für armutsgefährdete Familien, ist etwas, was der Bund durchaus steuern kann, aber eben nicht, wenn man das nicht sozusagen als durchlaufende Aufgabe für alle Teile der Bundesregierung sehen, eben nicht sehen. Sonst verorten wir das beim Bundesarbeitsministerium, wo das ja teilweise dann schon ist, vielleicht noch beim Familienministerium, aber die ganzen anderen Teile, Gesundheitsministerium etc., haben auch eine Verantwortung. Und das soll dieser Paragraph 1 quasi sicherstellen, dass das ein durchlaufendes Thema ist, so wie Gleichstellung eigentlich ein durchlaufendes Thema ist und nicht nur im Familienministerium verortet. Okay, das heißt Querschnittsaufgabe. Können Sie es an dem Beispiel Verkehr denn nochmal erklären? Naja, wenn wir über Wege nachdenken, die wir brauchen. Das fängt damit an, wenn wir einen Zugang schaffen wollen auf der lokalen Ebene zu guten Einrichtungen, ne, so sagen wir immer, oder kulturellen Angeboten, dann stellt sich die Frage, wie kommt das Kind, das kein Mama-Taxi zur Verfügung hat, weil nämlich in dieser Familie gibt es gar kein Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem benachteiligten Stadtteil dahin, wo die kulturellen Angebote sind. Das ist eine Aufgabe der Verkehrsplanung. Möglicherweise auch der Raumplanung, dass man gar nicht erst dafür sorgt, dass benachteiligte Stadtteile entstehen. Aber wenn es nun mal so ist in der Übergangsphase, dann muss ich eben diese Wege zurücklegen können. Und dafür, auch das ist eine gestalterische Aufgabe für die Politik, die nur gerne nicht als Familienpolitik gesehen wird. Anderes Beispiel, es gibt Berechnungen und Erhebungen darüber, dass zum Beispiel Kinder aus benachteiligten Vierteln auch wesentlich seltener ihr Viertel verlassen, also wirklich reduziert sind auf das Stadtviertel und gar nicht in andere Viertel kommen. Deswegen hat das mit dem Thema, wie mobil sind die, welche Möglichkeiten haben die, Zuzahlungspflicht für öffentliche Verkehrsmittel, also all diese Sachen beeinflussen enorm, welchen Horizont diese Kinder haben, wo die, was die überhaupt entdecken können, welche Haltestellen sind dort, um wie viel, welche Uhr, also das ganz konkret durchrechnen und vor Ort gucken, wer hat Zugang und wer hat keinen Zugang. Und bei uns wird eben häufig geplant, auch wenn man sagt, sozusagen an dem einen Ort ist die Musikschule, an dem anderen ist der Sportclub, ja, da geht man davon aus, man hat die Helikoptermama, die Zeit hat, hin und her zu fahren. Wenn man das jetzt einfach mal rauszieht, wie klappt es dann für Kinder? Ist es dann überhaupt möglich? Sind die Wege zu leisten? Das sind so Fragen, wo wir sagen, das ist Teil von Armutsbekämpfung. Also Frau Jocek, rechnen Sie denn damit, dass es, wenn es einen Rechtsanspruch auf Teilhabe gibt, dass es dann auch Klagen dagegen geben wird? Kann Klagen geben. Das wird sicherlich der weniger große Teil sein. Aber ich glaube, die Bedeutung eines solchen Rechtsanspruchs und solcher gesetzlichen Regelungen ist oft auf einer symbolischen Ebene, weil sich dadurch auch der Status von Gruppen ändert. Und ich denke nach wie vor, das Wichtigste an der auch
Kinderrechtskonvention und der Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz wäre tatsächlich sichtbar zu machen, das sind Menschen mit eigenen Rechten und einem eigenen Akteurstatus. Ich glaube nicht, dass der wichtigste Punkt ist, ob wirklich dann dagegen geklagt wird. Ich glaube auch, dass sehr wenige Männer gegen Vergewaltigung in der Ehe geklagt haben. Was habe ich gesagt? Frauen, Männer. Oh, ja, das ist interessant. Also das noch weniger wahrscheinlich, noch weniger Männer. Nein, und das war trotzdem rechtlich und für die gesamte Gleichstellungsdebatte eine so entscheidende gesetzliche Regelung, dass Gewalt in der Ehe verboten wird. Es gab relativ wenige Klagen, aber es hat ganz viel kulturell nochmal unterstrichen, unterlegt. Und ich glaube, so muss man sich das jetzt hier auch vorstellen. Teilhabe bedeutet ja auch Fürsorge. Wie kann denn Zuwendung mit so einem Gesetz vorgeschrieben werden? Zuwendung kann man nicht vorschreiben, aber man kann versuchen, wir haben heute ja lange über Zeitpolitik geredet, man kann versuchen zu gewährleisten, dass Kinder hinreichend Zeiten bekommen von ihren Eltern. Und das geht wiederum über Arbeitszeitregelungen, das geht über auch gute Infrastruktureinrichtungen und gute Betreuung und da Zeit. Es geht nicht nur um Zeit von Eltern, sondern es geht darum, dass gewährleistet ist, dass Kinder auch Zeit und Fürsorge und Zuwendung erfahren. Und da gibt es verschiedene Stellschrauben. Und dieser Bereich muss mit in den Blick genommen werden. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, warum reden wir hier über Teilhabe als Querschnittsaufgabe. Das ist nämlich was, was auch dann in die Organisation unserer Arbeitswelt, worüber wir den ganzen Tag schon geredet haben, mit hineinreicht. Weil für eine gute Teilhabe brauche ich gute Entwicklungschancen, gute Versorgung. Und das ist eine qualitative Dimension, die nicht zu kurz kommen darf. Wie würde man denn über Zuwendung, wie könnte man das fördern von staatlicher Seite her? Zeit für Zuwendung fördern und man kann, darüber haben wir ja lange gesprochen heute, ja, man kann versuchen, die elterliche Arbeits- und Erwerbssituation so zu gestalten, dass wir das nicht nur unter Vereinbarkeitsaspekten diskutieren, wie wir es heute Morgen getan haben, sondern dass man auch sagt, was ist gut für Kinder, was brauchen Kinder? Ich finde, der Wert jetzt dieses Podiums ist auch, dass wir über Familienpolitik reden, was bedeutet das für Kinder? Und das ist ein ganz anderer Blick. Wir schauen immer nur, ja, ökonomische Selbstständigkeit und es ist alles prima, was die Geschlechterfrage angeht, da bin ich ja die Erste, die dafür ist. Aber wir müssen doch auch schauen, was bedeutet das für ein gutes Zusammensein und für kindliche Entwicklung. Und das ist ein ganz anderer Zugang und das kann man dann eben über Zeitregelungen und nicht nur über Elternzeit, sondern über sehr viel mehr Regelungen, die die Zeitgestaltung in Familien angehen, versuchen zu machen. Man kann aber auch zum Beispiel über Elternkompetenzen reden. Man kann auch versuchen, Eltern darin zu unterstützen, dass sie gute Eltern sind. Da sind wir dann nah dran an dem Thema Erziehungspartnerschaften. Also wie kriegen wir das hin, dass Eltern und Institutionen, also Schule, Kita und so weiter, so zusammenwirken, dass es zum Wohle der Kinder ist. Das hat ganz viel mit Fürsorge und Zuwendung zu tun. Und da geht es um ein gutes Zusammenwirken des Elternhauses und der Institution, wofür es dann wieder viele kleine Forderungen braucht, nämlich Personalschlüssel und so weiter, aber das will ich jetzt nicht im Detail hier ausführen. Frau Branner, Sie haben gerade mir ein Zeichen gegeben. Nee, das war nur noch mal in die Richtung eben Unterstützung auch von Eltern. Also früher gab es die Großfamilie, man rufte die Mama an, sagte, sag mal, wie geht das? Dann sagt sie, komm, ich komm rüber und zeig's dir. Heute ist halt nicht immer die Mama um die Ecke oder man will sie auch nicht um die Ecke haben. Oder also so gibt ja unterschiedliche individualisierte Lebenswege. Und manchmal hat man aber die Fragen trotzdem und ist auch teilweise überfordert, kommt an seine eigenen Grenzen. Und dann ist die Frage, was macht dann eine Gesellschaft für Angebote und wer nimmt die in Anspruch? Und da ist es ja auch so, da gibt es ja die Evaluierung,
der frühen Hilfen, die auch wieder ganz klar gesagt hat, die werden gut in Anspruch genommen von einem Teil, der sie wahrscheinlich sogar weniger braucht, und von denjenigen, für die sie eigentlich konzipiert wurden, werden sie gar nicht in Anspruch genommen. Das heißt, deswegen ist auch hier ein Kapitel genau dazu, die Frage, wie können diese Unterstützungsangebote für Eltern auch wirklich ankommen? Ja, wie können wir es denn sicherstellen? Was sind dort die Hürden? Wo sind die Probleme? Warum klappt das nicht? Da wird ja viel Geld ausgegeben, aber man hat mal wieder Bürokratie und alles und am Ende kommt es nicht an. Und das sind die Fragen, zu sagen, wie können Eltern die Hilfe, die sie brauchen, auch bekommen? Zum Beispiel auch dort früh ansetzen. Es gab so Experimente fast schon, ja, wo man gesagt hat, man fängt beim Gynäkologen an, ja, und spricht dort und sagt, es kommt nicht nur die Mutter, es kommen die Eltern und macht gemeinsame Besprechungen. Man kommt dann jemand aus unterschiedlichen Gebieten dazu. Da gibt es ja viele Ansätze, die sagen, wenn man sie dort abgreift, da sind eigentlich noch fast alle. Ja? Also sozusagen die Erreichbarkeit von Eltern nimmt ab mit der Zeit und kommt dann erst wieder in der Schule. Aber diese Phase dazwischen, da hat man sie einmal alle, fast noch alle beim Frauenarzt, da gehen eigentlich fast alle einmal hin. Und danach wird es wieder weniger. So, und all solche Überlegungen sind hier ja auch drin, zu sagen, rechtzeitig, wie müssen wir uns darauf anders einstellen? Die Versäulung weg, Gesundheitssystem, ja, Gynäkologe, Gesundheit. Aber was hat es auch mit Familienbildung und Stärkung von Elternkompetenzen zu tun? Wer muss da mit dafür ins Boot? Diese Frage der Vernetzung vor Ort der Akteure, der unterschiedlichen Systeme, der Finanzierungssysteme, wie kommen wir dahin? Das sind die, glaube ich, zentralen Fragen, wenn es darum geht, auch Eltern zu stärken. Und das funktioniert halt an der Stelle eben vor allen Dingen über eine Infrastruktur für Familien. Und die ist halt sehr oft, soll man sagen, so in so Schubladenkästen gedacht. Ja, die Schule, deren Hauptauftrag ist zu bilden, ja, und nicht sozusagen dafür zu sorgen, dass Eltern möglicherweise eben Fürsorge für ihre Kinder betreiben. Und um das zu tun, braucht man Ressourcen für die Infrastrukturen und auch Standards für die Infrastrukturen. Wenn also es nicht möglich ist, die Frage, wer einen in der Kindertageseinrichtung tatsächlich jetzt auch noch so eine Sozialarbeit nebenher betreibt, das ist nicht Aufgabe der Erzieher, aber wenn eine Kindertageseinrichtung so etwas wollte, wie finanziert sie das eigentlich? Das kann Zufall sein, dass es möglicherweise eine Kommune sich entscheidet, dass sie das tut, dann lebt das Kind gerade zufällig in einer für es günstigen Kommune. Aber es kann auch sein, dass die Kommune gar nicht finanziell in der Lage ist, das zu tun. Und dadurch ergeben sich große Unterschiede. Wir haben große Unterschiede in der Infrastruktur, in den infrastrukturellen Möglichkeiten, die dezentral sind, die auf der kommunalen Ebene organisiert sind und da wahrscheinlich auch am besten verortet sind. Einfach weil die sind dran an den Fällen, die müssen das machen. Aber wir wissen auch, die Kommunen haben sehr unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten. Sie haben aber unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten, manchmal hängt es einfach nur an den Personen, die vor Ort sind. Auch das schafft Ungleichgewichte und die können nicht beseitigt werden, wenn nicht genügend Geld für die Kommunen da ist und wenn nicht globale Standards da sind, die nicht notwendigerweise auf der kommunalen Ebene gesetzt werden können, sondern die von oben gesetzt werden. Herr Bonin fängt ja jetzt an, Wasser in den Wein zu gießen. Das kann ich eigentlich sozusagen auch nochmal an einem bestimmten Punkt tun. Wenn man sich mal so die Situation von Jugendämtern in belasteten Regionen anguckt, wird man sehr schnell feststellen, dass die Rechtsansprüche, die es jetzt schon gibt, nämlich auf einen Kindergartenplatz und auf die Hilfen zur Erziehung, nicht nur das gesamte Budget der Jugendämter auffressen, sondern auch noch mehr Kosten, die dann von anderen Ressorts im Zweifel mitgetragen werden. Und wenn man dann nochmal analysiert bei den Hilfen zur Erziehung, ist es ein immer geringer werdender Anteil von Jugendlichen, die partizipieren an diesen Rechtsansprüchen, merkt man sozusagen auf der einen Seite die Zuspitzung von Armut in der Gesellschaft, auch von Ausgrenzung und Benachteiligung, aber auf der anderen Seite ist das System mit Rechtsansprüchen vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss angesichts der Tatsache, dass die Ressourcen insgesamt begrenzt sind. Weshalb ja diese Studie sozusagen deutlich macht, dass das Teilhabe- und Beteiligungsgesetz sozusagen eine pragmatische Lösung ist, aber eigentlich müsste man noch viel weitergehen. Und das Weitergehen ist eben sozusagen dieses Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern aufzuheben und den Artikel 104 des Grundgesetzes zu ändern, um eben die Möglichkeit einer stärkeren Durchlässigkeit von Verantwortung zu organisieren. Dass eben der Bund sozusagen auch in dieses Handlungsfeld mit einsteigen kann. Armutsbekämpfung ist nicht nur Sache von Kommunen und von Ländern, sondern Armutsbekämpfung ist eigentlich Angelegenheit des gesamten Landes, der gesamten Gesellschaft. Und insofern
ist eben die Frage sozusagen nicht die, schaffen wir nur neue Rechtsansprüche, sondern wie schaffen wir es, diese Kraftanstrengung der Armutsbekämpfung auf die Schultern zu verlagern, die jeweils das Mögliche auch tragen können. Und der Bund gehört dazu. Der Bund hat durch diese entsprechenden Steuermehreinnahmen derzeit relativ viele Handlungsspielräume. Es wird schon diskutiert darüber, was man mit diesen Handlungsspielräumen macht. Ich befürchte, dass am Ende des Tages diejenigen, die ohnehin schon ausgegrenzt sind, wieder mal leer ausgehen. Und das darf nicht sein. Deshalb sozusagen macht diese Untersuchung, diese Studie ganz bewusst sozusagen den Punkt, dass neben einer eher pragmatischen Lösung der Schaffung von Rechtsansprüchen hinsichtlich der Teilhabemöglichkeiten auch die Ressourcen des Bundes zur Lösung dieser Herausforderungen mit herangezogen werden sollten. Frau Jutschek. Ja, ich stimme Ihnen vollkommen zu, aber wenn man über die Gelder redet, muss man auch wissen, so wie die Finanzströme und die Investitionen in Leistungssysteme jetzt aufgestellt ist, ist es unglaublich ineffizient, unglaublich intransparent, zersplittert, für die Eltern überhaupt nicht zugänglich, und es fließt so viel Geld da rein, ein System aufrechtzuerhalten, was eigentlich wenig aufeinander bezogen ist und wo viele Akteure vor Ort gar nicht ordentlich voneinander wissen, sodass ich finde, vielleicht spart man nicht so viel, aber vielleicht spart man sogar was, wenn man Leistungen, monetäre Leistungen, aber auch Sachleistungen und Unterstützung für Jugendliche und Kinder stärker bündelt, in der zentralen Anlaufstelle vor Ort vorhält und transparent macht und dann tatsächlich auch eher so früh genutzt werden können, diese Leistungen, dass vielleicht auch mancher Schaden nicht entsteht. Ich finde, unser Hilfesystem und unser Finanzierungssystem dieser Hilfen ist einfach kontraproduktiv. Da fließt unglaublich viel Geld rein, aber es ist wenig effizient und wir erlauben uns ja noch nicht mal auf Effizienz hin wirklich immer zu prüfen, sondern unser Jugendhilfesystem läuft und läuft und läuft und ist davon überzeugt, dass es gut läuft, aber da wären wirklich viele Ansatzstellen durch eine Bündelung, durch eine stärkere Transparenz, da wirklich besser mit dem vorhandenen Geld umzugehen. Okay, dann spinnen wir einmal. Wie sähe denn so eine die perfekte zentrale Anlaufstelle in Neukölln aus? Der Traumzauberbaum ist das jetzt. Also ich will mal sozusagen, also wenn man so Praktiker in der Jugendhilfe befragt, gehen die ja sogar noch einen Schritt weiter und sagen, nicht nur das Bündeln ist relevant, sondern möglicherweise sind wir durch Rechtsansprüche viel zu sehr auf dieses starre Jugendhilfesystem fokussiert und gebunden. Und vielleicht müsste man eher sozusagen eine Strategie einsetzen, über Hilfepläne, die jeweils adäquate gebrauchte Leistungen für das Kind oder den Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, unabhängig von einem Rechtsanspruch. Weil sehr oft kommen dann die Familie und sagen, ich habe einen Rechtsanspruch und ich will jetzt diese und jene Leistung haben. Und das ist vielleicht nicht die richtige Leistung, die dann da sozusagen realisiert wird. Und ich weiß das jedenfalls hier aus Berliner Jugendämtern, dass manche Kolleginnen und Kollegen, die dort sozusagen vor Ort Entscheidungen zu treffen haben, schier verzweifelt sind, weil sie einfach durch diese Struktur von Rechtsansprüchen am Rande des Wahnsinns operieren und die ganzen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, für die bleibt dann nichts mehr groß übrig. Das ist natürlich sozusagen auch ein Dilemma, in dem man da ist. Und insofern ist sozusagen die Flexibilisierung der Jugendhilfeleistungen vielleicht das Gebot der Stunde. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Der zweite Teil ist, dass zur Bekämpfung von speziellen Notlagen eben neue Ressourcen aufgetan werden müssen. Und da ist, glaube ich, sozusagen die Idee, auch über so einen Hilfefonds und über diese Teilhabemöglichkeiten sozusagen weiter voranzugehen, neuer Spielraum aufgezeigt. Aber wir müssen eben sozusagen auch gucken, dass wir jetzt mit den Schritten nicht die Fehler, die im System schon drin sind, nochmal multiplizieren und fortschreiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und insofern ist der Dialog mit den Praktikern vor Ort sehr wichtig und eine Evaluation und ein Monitoring, ob das Geld tatsächlich Wirkung macht, was man einsetzt, auf der anderen Seite notwendig. Das sind wir auch gegenüber den Finanzpolitikern schuldig, die uns da nicht alles erlauben werden. Also immer mehr, immer höher, immer weiter.
Das geht letztendlich, kann man das in Konjunkturzeiten diskutieren, aber spätestens, wenn die wirtschaftliche Lage mal wieder flauer wird, dann wird da blank gezogen. Ich möchte trotzdem noch mal die Neukölln-Frage aufgreifen, um das irgendwie sich vorstellen zu können. Ich meine, wir haben ja zumindest in NRW gibt es ja die Familienzentren. Ja? Das könnte so in diese Richtung gehen. Wir, und sage ich vielleicht auch noch mal, dass ich auch noch in einer anderen Kommission arbeite und teilweise von dem, was ich jetzt hier erzähle, wird auch da gerade ausgearbeitet. Das ist von der Bertelsmann Stiftung. Und das ist einfach der Fairness halber gut, das zu sagen, haben uns überlegt, welche Aufgaben denn da reingehören. Und es ist tatsächlich ein Breitbandspektrum, wo sowohl die finanziellen Leistungen sozusagen abzurufen, abzuholen, zu beantragen sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt wäre, dass die Infrastrukturangebote, zum Beispiel sowas wie Beratung und Familienbildung oder Gewaltberatung, was auch immer, dieses könnte da vorgehalten werden. Dann könnte man an der Stelle auch das implementieren, wo Kinder und Jugendliche tatsächlich das als vertrauensvolle Anlaufstelle nutzen können und wo zum Beispiel sowas wie Ombudspersonen sitzen können, wo Kinder und Jugendliche auch Beschwerden einlegen können. Das heißt, es könnte wirklich ein Ort sein, in dem die Geldströme verwaltet werden, in dem die Hilfen zur Verfügung gestellt werden, in dem Beratung stattfindet und wo Kinder auch selber das nutzen können, um sich zu informieren und sich auch zu beschweren im Zweifelsfall. So würde ich mir das vorstellen. Da wäre viel an einem Ort. Ein großes Haus. Aber das ist, diese Familienzentren sind ein gutes Beispiel, wo die Probleme auch liegen, ja, in NRW. Wie funktionieren denn diese Familienzentren? Das ist im Prinzip so beschrieben, wie Sie das gesagt haben. Ich möchte ein paar Punkte daran festmachen. Das eine ist, es gab in NRW, das haben wir lange diskutiert, ich war in der Enquete-Kommission Zukunft der Familie in NRW, deshalb haben wir diese und es gab auch eine Evaluation dazu. Und da gab es sehr umstritten, wie gut das denn funktioniert. Es gibt ein paar grundlegende Probleme, die genau man nie vermeiden sollte. Das erste fängt schon mit der Finanzierung an. Die werden, soweit ich das weiß, eben großteil auch von der Bertelsmann Stiftung mitfinanziert. Das wird also nicht vom Land sozusagen ausschließlich finanziert, weil das Land möglicherweise gar nicht das Geld dafür hat. Das zweite ist die Zuordnung. Es ist nicht gelungen, diese Familienzentrum primär in die bedürftigsten Stadtteile, wenn man sie schon nicht flächendeckend haben kann, tatsächlich in die Fläche zu bringen. Und das dritte ist das effiziente Monitoring, weil sich nämlich sehr schwer getan hat, sozusagen die obere Ebene, das war in dem Fall das Land, als die Einrichtung, die das organisiert hat, tatsächlich ernsthaft zu fragen, ist das denn wirklich effizient, was wir da tun? Und genau das eben, eine Standardisierung, die vorschreibt, es kommt auch tatsächlich, die sicherstellt, es kommt auch bei den Bedürftigsten an, alleine weil dieses Familienzentrum als erstes eben in Neukölln ist und nicht in Schöneberg oder Mitte, keine Ahnung, wo man das sozusagen hin tun könnte. Also sagen, das ist das Erste. Dass sie ausreichend finanziell bekommen, das ist deshalb die Idee, dass die obere Ebene, der Bund sozusagen, die Standards vorgibt und eben auch dafür, wenn es Geld gibt, auch sagt, was damit gemacht wird und auch kontrolliert und eben ein Monitoring betreibt. Das ist ganz wichtig, dass man es nicht einfach sagen, diese Idee, die gut ist vom Ansatz her, weil sie auch gerade die verschiedenen Rechtskreise auflöst. Es ist total schwierig, wenn jeder in seiner Verwaltungslogik denkt und im Zweifelsfalle, wie beim Kinderzuschlag, man zwischen zwei verschiedenen Stellen hin und her geschickt wird weil immer jemand anders je nach Rechtskreis zuständig ist. Das ist der große Vorteil von einer Anlaufstelle. Aber wenn die Länder das machen, dann haben sie offenbar Schwierigkeiten, das möglicherweise so effizient in die Fläche zu setzen, diesen Ansatz umzusetzen. Und da könnte der Bund mit mehr Ressourcen reingehen und es möglicherweise eben auch einfach, weil man weiter weg ist. Das hat sich in NRW ein ganz, ganz großes Problem erwiesen, dass man sozusagen als Land dafür verantwortlich gemacht wird, wenn dieses Konzept kein Kind zurücklassen nicht funktioniert, dann ist die Landesregierung abgewählt worden. Ne? Ist jetzt passiert, hatte möglicherweise nicht primär damit zu tun, aber eventuell auch mit einem gewissen Unwohlsein über das Umgehen mit der Evaluation. Das ist, wenn man das auf die Bundesebene verlagert, wo man sehr viel weiter weg ist von den Forderungen auch der einzelnen Kommune, möglicherweise besser. Nur zur Korrektur, also die Bertelsmann Stiftung finanziert manches, aber dieses Familienzentrumsprogramm war ein Landesprogramm.
Ich wollte noch mal kurz was zu dieser Frage Rechtsanspruch und ist das hilfreich oder nicht. Was in der Studie vorgeschlagen wird, ist ja zu sagen, es gibt generell diesen Anspruch, und ich lese ihn jetzt einfach mal vor: Kinder haben ein Recht auf Förderung der sozialen und kulturellen Teilhabe, Unterstützung in Bildungsprozessen, der Entwicklung der Persönlichkeit, auf Unterstützung ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung. Über das sächliche Existenzminimum hinaus haben Kinder einen zusätzlichen Bedarf an Bildung, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und sozialer Teilhabe. Und dann all der Rest schaut dann, was sind die Hürden bei der Inanspruchnahme der aktuellen Rechte. Das ist ja eben danach, werden ja keine einzelnen neuen Rechte geschaffen, sondern geguckt, warum können Kinder heute sozusagen ihr Recht auf Bildung oder auf Gesundheit nicht umsetzen. Und dann ist der Anspruch dieses Bundeskinderteilhabegesetzes an jedes einzelne Gesetz in den unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern, wo wir haben, zu gucken, wo sind die Hürden und eben genau aus dem Blick, warum erreichen wir die 15-25% nicht, und das dann umzusetzen. Da kann die Antwort die Umsetzung dann ein Familienzentrum sein, kann aber auch was anderes sein. Aber auf jeden Fall ist der Staat in der Pflicht zu sagen, wir müssen die Zugänge für diese Kinder schaffen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Kluge an diesem Vorschlag, zu sagen, wir machen einmal den Fest und dann muss in jedem Bereich geguckt werden, woran hapert es. Deswegen schafft man gar nicht so viele neue Rechtsansprüche, sondern eher den Anspruch an den Staat, ihr müsst es auch ans Kind bringen. So, und das finde ich total wichtig. Also nicht nur psychologisch, sondern auch wirklich dann jedes durchzugehen. Und dann kann gut sein, dass am Ende die Antwort ein Familienzentrum ist. Kann auch was anderes sein. Aber der Anspruch ist klar definiert. Vielleicht noch eine Ergänzung. Was ich, glaube ich, an dem Vorschlag auch noch sehr wichtig empfinde, ist, dass man dieses Teilhabe- und Beteiligungspaket, was derzeit ja da ist, allerdings sozusagen über sehr viele bürokratische Hürden verfügt, dass man diese Ressourcen sichert und jetzt nicht sagt, wir fangen nochmal von vorne an, sondern dass man die Ressourcen dergestalt sichert, dass man sie in dieses System möglichst nah an die Entscheiderstrukturen heranbringt. Und das kann eben ein Familienzentrum sein, das kann aber auch eine Schwerpunktschule sein. Ja, und sozusagen, dass darüber eben dann sozusagen auf diese Ressourcen zugegriffen wird und nicht über einen bürokratischen Apparat, der irgendwelche Standards, abstrakte Standards formuliert. Und dann sozusagen kommt es nachher noch auch zu irgendwelchen Klagen oder Auseinandersetzungen, die eigentlich überhaupt nichts mehr mit der Lebensrealität des jeweils einzelnen Kindes, was eine konkrete Hilfe braucht, zu tun hat. Also zur Pragmatik dieses Vorschlags des Teilhabe- und Beteiligungsgesetzes gehört dazu, die Ressourcen, die jetzt schon im System sind, auch zu sichern und zu entbürokratisieren und dezentral sozusagen an die Entscheiderebenen heranzuführen. Es gibt nicht die eine gute Lösung. Also ich meine, dadurch, dass manche Familienzentren kennen, kommt man auf dieses Beispiel. Aber das muss nicht, also das ist auch viel zu früh, um zu sagen, das ist die beste und die einzige Form. Mir ist jetzt aber immer noch nicht klar, wie sich sicherstellen lässt, dass dieses Geld, welches es dann möglicherweise vom Bund gäbe, tatsächlich bei dem Kind in Neukölln ankommt. Soll ich mal ein konkretes Beispiel geben? Ja. Ja, Teil von einem Bildungs- und Teilhabepaket ist Lernförderung, auf Deutsch Nachhilfe. Ja, das, der aktuelle Begriff ist Lernförderung, was auch korrekt ist. Klappt momentan sehr so begrenzt. Im Bildungs- und Teilhabepaket bekommen Sie die Unterstützung, wenn Ihr Kind versetzungsgefährdet ist. Schon mal total Schwachsinn, weil man kriegt das nicht für ein positives Lernziel. Also wenn ich sage, ich möchte auf die Realschule, wie auch immer, als positives Lernziel, kriegen Sie das nicht vom Staat unterstützt, sondern erst, wenn Sie versetzungsgefährdet sind. Meistens schon ein Tick zu spät. Ja? Also im Sinne von präventiv, Armutsprävention, komplett für die Katz. Selbst wenn Sie dann aber ein versetzungsgefährdetes Kind haben, müssen Sie einen Antrag stellen, sicherstellen, dass es irgendwas bekommt, ersetzen. Totaler Schwachsinn. Eigentlich müssen wir sagen, die Lehrer wissen ja, welches Kind welche Hilfe braucht, und das muss in der Schule passieren und nicht auf Antrag, sondern die Gelder gehen in die Schulen vor Ort und am besten noch dort, wo die Brennpunkte sind, wo man es auf jeden Fall braucht, und mit positiven Lernzielen. Ganz konkret würde also in Neukölln dieser Teil des Geldes in die Schulen gehen, die genau diesen Auftrag dann auch bekommen, die Lernförderung an den Kindern zugutekommen zu lassen, die sie auch brauchen. Davon würden auch andere Kinder profitieren, die jetzt nicht nur in diesem kleinen Kreis sind, aber diejenigen auf jeden Fall am meisten. Das können Sie jetzt durchgehen, ja, über den Sportverein, über die Musikschule, die Förderung bekommen, die öffentliche Jugendarbeit. So, das heißt, es ist eben nicht immer nur das Familienzentrum oder so, sondern je nachdem, um welchen Aspekt wir reden, müssen wir gucken, wo sind die Hürden, warum kommt es nicht an und in welche Infrastruktur vor Ort muss das Geld gehen? Wie Herr Krüger gerade gesagt hat, wo muss das Geld denn vor Ort wirklich sein, ohne das bürokratische Monster? Und das praktische Problem ist, dass das im Moment nicht geht. Ja, dass der Bund nicht im Prinzip so eine Leistung vorschreiben kann und das Geld dann nach Neukölln schieben kann.
Und das ist sozusagen, das ist ein Teil, ich bin kein Jurist, aber dann ist man ganz schnell bei den verfassungsrechtlichen Details unseres Finanzföderalismus. Das ist nicht erlaubt und deshalb gehört da auch zu, das hatten Sie angesprochen, Paragraph 104 Grundgesetz, der müsste geändert werden, wenn man tatsächlich möchte, dass diese Leistungen eben direkt finanziert werden können, die Infrastrukturleistungen. Der Grund, warum das Bildungs- und Teilhabepaket so mit Gutscheinen und so kompliziert geregelt ist, ist quasi ein Bypass, mit dem man versucht, eben die bestehenden verfassungsrechtlichen Dinge zu umgehen. Der Bund darf Leistungen, der Infrastrukturleistungen der Kommunen nicht so ohne weiteres finanzieren. Und da muss man tatsächlich ein etwas größeres Rad drehen. Und man wird am Ende ohne eine Grundgesetzänderung nicht umhinkommen. Das eine ist dieses Kooperationsverbot-Stichwort, aber da steckt noch mehr dahinter. Es gibt Möglichkeiten. Die sind ein bisschen kompliziert, da muss man sich trauen, die Verfassung im Sinne der Kinder, für die Kinder, zum Wohle der Kinder zu verändern. Aber das ist eben auch wichtig. Das Geld kann nicht ankommen. Im Moment ist es so, wenn der Bund mehr Geld an die Länder gibt, dann streichen die teilweise ihre eigenen Gelder zusammen und dann kommt's bei den, dann freuen sich die Länder, aber die Kinder haben gar nichts gewonnen. Da haben Sie auch ein sehr gutes Beispiel, weshalb die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollten, nämlich unter den 19 Grundrechten vorne, damit eben sozusagen dann eine Grundgesetzänderung bei 104 einfacher geht. Ja, also sozusagen, Sie können dann quasi einen Verfassungshebel ansetzen an der Stelle. Das heißt, das wird nicht mehr funktionieren wie bislang, dass es über die Heizkosten geregelt wird. Ja klar, also ich meine, sozusagen bisher ist es ja so, dass diese Aufgabe festgeschrieben ist als eine kommunale bzw. Landesaufgabe und nur darüber abzuwickeln geht. Und sozusagen derzeit kann der Bund eigentlich nur mit bürokratischen Monstern antworten und deshalb kommt dieses Geld faktisch nicht an. Das finde ich ist absurd. Da müssen wir eine vernünftige Lösung schaffen und die vernünftige Lösung hat eben eine Frage, die dem vorausgeht. Welchen Stellenwert sollen Kinder in dieser Gesellschaft haben? Sind ihnen die Grundrechte, die Kinderrechte, die der UN-Kinderrechtekonvention zum Beispiel zuzumessen und verfassungsrechtlich zu verankern, ja oder nein? Die Bundesregierung hat die UN-Kinderrechte paraffiert, mittlerweile sogar vorbehaltslos und das seit Anfang der 90er Jahre und es ist eigentlich absurd, dass es da bisher immer noch solche Probleme gibt. Vielleicht nochmal zur Ergänzung, die Studie hat zwei Stufen. Die eine ist, die natürlich die optimalere wäre die Grundgesetzänderung und da auch konkret artikuliert, wo man im Paragraph 104 was ändern müsste und sagt aber trotzdem, solange wir die noch nicht haben, machen wir wenigstens das Bundeskinderteilhabegesetz, über das man dann auch nochmal einen finanziellen Hebel hat, weil wenn der Bund Rechtsansprüche schafft, muss er auch fürs Geld sorgen. Also das ist ja die Logik, die dahinter steht, zu sagen, dann hat der Bund die Konnexitätsprinzip, ja, also sozusagen, wenn er was vorschreibt, muss er auch für zahlen. Das heißt, wenn man diese Rechte verankern würde, könnte man, und das ist der zweite Vorschlag, einen ergänzenden Bundesfonds schaffen, der dann den Kommunen das Geld geben könnte, um dieses Recht umzusetzen. Das ist wieder eine zweitbeste Konstruktion. Die beste wäre eindeutig, man macht das in der Verfassung direkt. Aber trotzdem wäre diese Kombi zwischen Bundeskinderteilhabegesetz, die einen Rechtsanspruch schafft, plus ein Bundesfonds, allemal besser als alles, was wir momentan haben mit dem Teilhabepaket. Und deswegen finde ich, ist das eine gute Zweistufung. Das eine kann man wirklich relativ zügig umsetzen, wenn man will, in der Regierung. Grundgesetzänderungen dauern manchmal ein bisschen länger. Wie lange dauert das? Jetzt hatten wir gerade eine Bundesfinanzreform leider, ja, wurde ja gerade neu ausverhandelt, der Bund-Länder-Finanzausgleich, da wurden ja neue Kompetenzen verteilt, da ist es leider rausgefallen. Ich sage immer, die Schultoilette darf jetzt der Bund finanzieren, den Schulsozialarbeiter immer noch nicht. Das ist eigentlich absurd, ja, das ist auch schade, dass da die Lobby nicht, also dass wir es nicht geschafft haben, diese Öffnung von dem Kooperationsverbot auch für die Teilhabe zu nutzen, sondern nur für die Gebäude. Das ist echt ein großer Fehler. Normalerweise verändert sich das alle 20 Jahre. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann schneller wieder hin. Das klingt alles verdammt teuer. Haben Sie ausgerechnet, wie viel das den Bund kosten würde? Nein. Es ist auch nicht eine Frage nur der Kosten, sondern Sie müssen ja sozusagen eine Rentabilität der ganzen Geschichte machen. Das kostet uns auch sehr viel, wenn wir die derzeitige Struktur beibehalten und diese Hilfesysteme, die wenig effizient sind, am Laufen halten. Ja, also sozusagen da, deshalb ist es schwierig, das sozusagen hochzurechnen. Ich glaube, dass, wenn man sich die Zahlen vor Augen hält
und ein effizienteres System schafft, dass man im Saldo dann in jedem Fall mit mehr Investitionen besser abschneiden würde. Weil nämlich Entlastungen, die auch beziffert werden können, wenn die entsprechenden Ansätze wirken, sich herstellen und diese Entlastungen natürlich auch zu einer Minimierung bestimmter derzeit aufgebrachter Finanzvolumina führen. Ich finde, das sollte man auch so tatsächlich ganz klar sagen. Also wenn wir von vornherein kommen, es wird super teuer, dann ist das nicht der richtige Ansatz. Ja, sondern wir müssen eben sehen, dass das jetzige System, haben wir ja gerade beschrieben, eben eine ganze Menge, die offensichtlich nicht optimal funktioniert. Es ist ja nicht so, dass wir kein Geld hineinschieben, aber wir schieben es halt über ein sehr kompliziertes Bildungs- und Teilhabepaket, weil wir es anders nicht können, hinüber. Und dadurch verschwenden wir natürlich auch Ressourcen. Und es geht auch darum, dass man diese Ressourcen besser einsetzt. Und das ist ein wichtiger Charakter, auch wichtiges Petitum auch des Gutachtens, tatsächlich sich auch auf der Bundesebene auf ein striktes Monitoring und eine klare Evaluationsforschung einzulassen, um nämlich auch zu erkennen, wo funktioniert es nicht. Sie deuteten das an, die Jugendhilfe ist eigentlich, geben wir viel Geld aus nach wie vor, aber sie ist nicht wirklich in ihrer Wirksamkeit mal systematisch bewertet worden, wie das andere familienpolitischen Leistungen zum Beispiel oder eben die arbeitsmarktpolitischen Leistungen über sich ergehen haben lassen müssen, mit Ergebnissen, dass es hoffentlich etwas vernünftige Readjustierung gegeben hat. Und dieses Wissen, ja, was können wir eigentlich alles wo einsparen und wo können wir es besser machen, haben wir eigentlich nicht auf einer guten empirischen Basis. Bei Bildungs- und Teilhabepaket gehen über 100 Millionen nur in die Bürokratie. Also muss man sich einfach immer mal wieder als Zahl so von Kopf haben, 100 Millionen, die nicht bei den Kindern ankommen, über 100 Millionen, sondern einfach nur in unserer eigenen Verwaltung versickern. Ich glaube, pro Antrag, der gestellt wird, ob ein Kind am Sportunterricht teilnehmen kann, 10 Euro kriegst, dafür kostet das 50 Euro an Verwaltung. Also das ist das Geld, was die bekommen, sind ja die 10 Euro. Jeder, der weiß übrigens, was so ein Tanzkurs kostet, weiß auch, dass die 10 Euro hinten und vorne nicht reichen. Aber es ist noch eine andere Debatte. Aber die Verwaltungsaufwand ist immer rund 50 Euro pro ausgezahlten 10 Euro. Also das muss man einfach mal ab und zu mal wieder auch im Kopf haben, was das an Kosten hat. Also so. Eigentlich eine beschäftigungspolitische Maßnahme und nicht... Ich danke Ihnen sehr. Ich würde gerne noch eine Abschlussrunde machen, von links nach rechts oder von rechts nach links. Und zwar, wenn wir in 10 Jahren über Kinderarmut sprechen und hier zusammensitzen, worüber reden wir dann? Über das Bohren dicker Bretter, vermutlich. Also ich bin sozusagen jetzt schon eine Weile Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks und ich erinnere mich an das Jahr 1995, als wir zum ersten Mal die Initiative zur Bekämpfung gegen Kinderarmut öffentlich gemacht haben. Man kann nicht sagen, dass sich nichts ändert, aber es ist ein Schneckentempo, mit dem man es hier zu tun hat. Wo sich wirklich was zum Positiven gewandelt hat, ist der infrastrukturelle Bereich. Das muss man jetzt auch mal sozusagen auf der Habenseite den jeweiligen Regierungen zugestehen. Sowohl im Bereich der Kindergärten als auch im Bereich der Ganztagsbetreuung an Schulen bzw. der Ganztagsschulen hat es Fortschritte gegeben, aber wo es eben keine Fortschritte gegeben hat, ist bei diesen Segregations- und Ausgrenzungsprozessen von Kindern in Armutssituationen. Da gibt es sowas wie einen Circulus Viciosus und aus dem müssen die Kinder einfach raus, weil sie haben es selbst nicht zu verschulden, dass sie da drin sind. Und ich finde, die grundgesetzlich garantierte Gleichstellung der Menschen und die Chancengleichheit gebietet es, Instrumente herzustellen, die eben aus dieser Armutsfalle herausführen. Also ich hoffe mal, dass wir in 10 Jahren wieder so gut waren, wie wir in den 80ern schon mal waren mit Chancengleichheit für Kinder. Und dann also wenn ich der Pessimist bin, dann reden wir über die gleiche Frage wie heute. Warum ist die Kinderarmut nicht zurückgegangen? Und eine Antwort wäre, dass eben es sehr schwer ist für die Politik, bestimmte Zielgruppen zu adressieren, wie die Alleinerziehenden, die Mehrkindfamilien. Die sind nicht, auch jetzt, wenn man sich die aktuellen familienpolitischen Vorschläge in dem Wahlprogramm anguckt, nicht wirklich nicht der Fokus. Also das ist eben möglicherweise nicht der wahlentscheidende Wähler oder die Wählerin und dementsprechend tut man sich das schwer. Wenn ich positiv bin, dann Antwort gebe, dann vielleicht, warum sind wir nicht noch erfolgreicher, wo wir doch eigentlich wissen, was zu tun ist. Jetzt mal salopp gesagt, also wenn ich da noch eine Ergänzung beifügen darf, diejenigen, über die wir hier reden, nehmen unterproportional an Wahlen teil. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, eine Wahlpflicht
einzuführen, damit die Gruppe, um die es hier geht, sozusagen einfach sich auch niederschlägt im repräsentativen politischen System, was derzeit nicht der Fall ist. Ja, da müsste man drüber nachdenken. Ich weiß nicht so sicher, was bei rauskommt. Also in 10 Jahren würde ich hoffen, dass einer von den 3 zentralen Bausteinen, die nötig sind, um Teilhabe von Kindern zu gewähren, zumindest auf einem sehr guten Weg ist. Und ich sage nochmal diese 3 Bausteine. Das erste ist wirklich, dass wir mehr Wissen über Bedarfe von Kindern und Jugendlichen und das auch ordentlich zur Grundlage machen. Das zweite ist ein transparentes und effizientes System der Finanzströme, der Leistungen, also weg von dem heutigen Kindergeld, mehr zu sozusagen umfassenden, ausreichenden und richtig platzierten finanziellen Leistungen. Und der dritte Punkt, der dritte Baustein, sind die zentralen Anlaufstellen. Wenn wir eines davon auf den Weg gebracht haben, wäre ich schon ganz stolz. Das sind doch gute Worte für den Schluss. Ich danke unseren wunderbaren Gästen Thomas Krüger, Franziska Brandner, Professor Holger Bonin und Frau Dr. Karin Jurczyk. Herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen, die Sie noch da sind. Das war ein kompakter, voller Tag. Wir alle haben uns jetzt die Sonne noch redlich verdient. Ich wünsche einen schönen Abend. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir sehen uns gerne morgen früh um 10 Uhr wieder. Ich darf schon versprechen, es wird nicht weniger kompakt, aber nicht ganz so lang. Also, bis morgen.